Ja, hi, guten Morgen. Ich wurde nominiert vom Freizeitguru. Ich soll euch mal das Spiel Magic erklären. Ich habe schon ein Video gedreht, aber mein Handy, also ich mache das alles mit dem Handy, weil ich mich nicht mit der Technik so gut auskenne. Und deswegen ist auch voll wenig Speicherplatz drauf und ich konnte das im Endeffekt, nachdem ich auch viele Dinge gelöscht hatte, nicht hochladen. Und deswegen muss ich jetzt ein neues drehen. Ja, ganz kurz. Also, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen, also nicht wundern. Magic ist ein Kartenspiel und es geht ganz viele verschiedene Karten, halt wertvolle, nicht so wertvolle, seltene, nicht so selten. Genau, also Magic, wie der Name schon sagt, es geht halt um Magie. Ich zeige euch auch gleich nochmal den Aufbau einer Karte. Auf jeden Fall ist es bei Magic so, dass man das auch in Gruppen spielen kann. Also mit mehreren Personen. Und man kann, naja, kann sich es vielleicht ein bisschen vorstellen wie bei Pokémon, dass man zum Beispiel seinen Gegner angreift mit einer Karte und dann muss kämpfen die halt gegeneinander so. Und dann gibt es auch noch die Währung Mana. Das sagt vielleicht einigen etwas auch aus anderen Spielen. Und das ist halt dort die Währung. Das heißt zum Beispiel, du musst, um einen Angriff zu verhindern, ein Mana zahlen oder, keine Ahnung, 20. genau. Und ja, so im Groben, also man spielt halt immer gegen den Uhrzeigersinn. Der Beginner, also der gerade am Zug ist, der kann dann auch anderen sein, die Magic-Karten, also welche so stehlen, aber halt nur, wenn man auch eine Karte hat, die das kann. So, also solche gibt es zum Beispiel auch. Genau. Und dadurch, dass es bei Magic ja so viele Karten gibt, baut man sich immer so Decks zusammen. Also sogenannte Decks, wo dann immer so ja, 20, 50 Karten enthalten sind, mit den verschiedensten Eigenschaften und Angriff, Schutz und sowas. Und ja, genau, ich zeige euch jetzt einfach nochmal das anhand einer Karte und erkläre euch das anhand einer Karte. Also ich habe hier den schwarzen Schutzkreis, wie man hier lesen kann. Hier ist dann das Bild, da sieht man dann auch das abgebildet, also dieses magische Wesen quasi. Hier unten ist die Beschreibung, da steht es dann immer, der jetzt zum Beispiel schützt einen vor jeglichem Schaden aus schwarzer Quelle. Falls dir eine Quelle innerhalb eines Zugs mehr als einmal Schaden zufügt, musst du jedes Mal, wenn du Schaden verhindern willst, einen Mana zahlen. So, das sieht man dann hier oben. Das ist dann die Mana-Anzeige. Genau. So viel dazu. Genau, also das war jetzt wirklich nur eine Kurzfassung von dem Spiel. Und ja, ich nominiere Dion Random. Und Dion soll bitte mal ein Video drehen, was 5 Minuten geht, in dem es quasi nur um mich geht. Wo er Dinge sagt, zum Beispiel, um mich davon zu überzeugen, bei den UUs
aktiver mitzuwirken, was weiß ich. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich sein wird. Dadurch, dass ich ja jetzt schon Probleme bekommen habe mit dem ganzen Videozeug und bla bla bla. Genau. Ja, und es sollten eher positive Dinge gesagt werden. Und genau, das ist quasi irgendwie der Inhalt. Ja, mir ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe das gestern spontan so gesagt und ich behalte dies auch bei. Genau, also je nachdem, wie Dion mich dann überzeugen wird, kann man dann auch in Zukunft vielleicht ein paar Videos mehr von mir hier sehen, wenn das denn erwünscht ist. Genau, und ja, so viel dazu. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, Dion, du hast jetzt 24 Stunden Zeit, das Video hochzuladen. Und genau, also vielleicht sieht man sich ja nochmal auf dem Kanal hier wieder. Bis dahin.